und ich will Ihnen sagen, was jetzt erstmal kommt. Barbara Siegel hat nämlich einige ausländische Gäste. Jetzt wird es international. Ja, ich habe hier zunächst mal neben mir einen portugiesischen Einheimischen, kann ich das so sagen? Denn ja, Thomas dos Santos wohnt schon sehr viele Jahre hier in Breuberg. Wann sind Sie hierher gekommen? 1965, also 14 Jahre schon. Ist das so lange, dass man da nicht mehr zurück will oder denken Sie schon noch dran? Ach, selbstverständlich, jeden Tag denke ich dran. Es gibt hier in Breuberg einen portugiesischen Club und das hängt unmittelbar damit zusammen, dass es sehr, sehr viele Portugiesen gibt. Und zwar, es sind fast 200. Das ist ja eine ganz erstaunliche Anzahl. Das ist, glaube ich, der größte Ausländeranteil hier in Breuberg. Wie ist das zustande gekommen? Haben Sie die Kollegen alle nachgezogen? Nein, nicht direkt nicht, aber das hängt bestimmt zusammen, dass die einen bringen die anderen mit. Und die Firma Metzler hat so viele Portugiesen eingestellt und die haben dann die Freunde, die Kollegen und so weiter mitgebracht. Das glaube ich, das ist der erste Grund. Und nun hat Ihnen die Firma vor etwa 2 Jahren ein altes Wohnhaus, aber noch sehr intaktes Wohnhaus zur Verfügung gestellt für Ihren Club und für die Clubaktivitäten. Ich war heute mal da. Das haben Sie sehr schön gemacht, vor allem einen tollen Keller mit Spielautomaten und alle möglichen Kinder können da auch spielen. Was findet denn da alles statt in diesem Club? Ja, wir haben unser Clubheim vor 2 Jahren ungefähr eingerichtet und ist wirklich von der Firma Metzler zu uns zur Verfügung gestellt. Ich will mal dazwischen sagen, es gibt hier nicht nur die Firma Metzler, es gibt auch die Firma Veit Pirelli. So, damit haben wir allem genügend getan. Und da treffen die Jungs, also die Portugiesen und nicht nur die Portugiesen, kommen auch Spanier, kommen auch Deutsche und kommen fast alle Nationalitäten, die hier vertreten sind. Und wir haben auch Musikkapelle, wir haben einen Tischtennisverein, wir haben eine Fußballmannschaft und für die Kinder machen wir auch verschiedene Sachen. Und es wird auch bei uns gekocht, Kleinigkeiten nur. Leckere Sachen? Ja, ziemlich, kann man sagen. Verirrt sich da mitunter auch mal ein Breuberger hin? Wissen die, dass es bei Ihnen so gut schmeckt? Ich habe gehört, da kochen die Männer. Nicht die Frauen, die müssen nämlich zu Hause kochen. Die Männer haben das Vergnügen, die dürfen so ganz privat kochen, wie es ihnen gerade Spaß macht, ohne dass sie müssen. Ja, das ist richtig. Die Frauen, die arbeiten auch unter der Woche und Wochenende, haben die keine Zeit, die müssen daheim bleiben. Die kommen aber zu uns und essen auch mit uns, ne? Obwohl wir die Kocharbeit übernehmen müssen. Ne? Also es schmeckt sehr gut da im portugiesischen Club. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht ganz Hessen nach Breuberg fährt, um mal zu sehen, wie es da schmeckt. Also ich war, wie gesagt, dort. Es sind sehr wenig Plätze, aber wer zufällig sich dahin verirrt, der kriegt trotzdem was. Herr dos Santos. Ja, wir sind immer gern, wenn Gäste zu uns kommen. Es sind oft Deutsche, sind also andere Nationalitäten. Wir haben sogar deutsche Mitglieder, wir haben Spanier Mitglieder, türkische, also fast alle Nationalitäten. Also international. Ja. Jetzt wollen wir es aber doch nicht ganz so international machen, sondern portugiesisch-national. Denn Ihr Club hat auch eine kleine Band, die auch Tanzmusik macht. Aber heute haben wir Sie hier in unserem Unterhaltungsprogramm mehr, um uns zu zeigen, was es an portugiesischer Folklore gibt. Das ist so eine Art Medley-Potpourri. Was ist da alles drin, ganz kurz? Ja, die fangen an mit Lisboa Antiga, das ist ein Fado. Dann spielen die noch 2 kurze folklorische portugiesische Musik. Es wird bestimmt für die Kollegen ein bisschen schwierig sein, weil, wie sie schon gesagt hat, die spielen hauptsächlich Tanzmusik für unsere Feste. Ne? Und heute haben sie sich ein bisschen umstellen müssen, aber ich drücke den Daumen, ich glaube, das klappt schon. Und wenn wir alle mitdrücken, jetzt sind ungefähr 300 Glocken, dann sind mehr, glaube ich, oder? 300, wir zählen nachher nochmal ab. Wenn wir alle mitdrücken, wird das kriegen.